Transaktionsanalyse, Transaktionen. Ein weiteres wichtiges Konzept der Transaktionsanalyse ist die Analyse der eigentlichen Transaktionen. Bei Transaktionen geht es darum, wie Menschen miteinander interagieren. Konkret, welcher Ich-Zustand in Person A zu welchem Ich-Zustand in Person B spricht. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass Kommunikation manchmal auf eine einfache und unkomplizierte Weise verläuft. Zu anderen Zeiten scheinen die Dinge durcheinander zu sein und verwirrend, unklar und unbefriedigend. Ein Verständnis von Transaktionen kann Ihnen helfen, Ihre Kommunikation mit anderen so klar zu halten, wie Sie es gern hätten. Wir können eine Transaktion als parallel oder gerade bezeichnen, solange in unserem Beispiel zwei Personen mit dem erwachsenen Ich-Zustand miteinander reden. Auch gerade und komplementär ist eine Transaktion, wenn eine Person mit dem Eltern-Ich mit einer Person im Kind-Ich spricht, wie in diesem Beispiel eines Kindes mit einem Elternteil. Der Fall, wenn Personen mit überkreuzten Transaktionen kommunizieren, führt zu einem Kommunikationsausfall. Gekreuzte Transaktionen treten auf, wenn eine unerwartete Antwort auf eine Nachricht erfolgt, die eine Person sendet. Sie haben das Potenzial für Konflikte. In unserem ersten Beispiel kommt der Befragte aus dem kritischen Eltern-Ich. Die Transaktion geschieht über Kreuz und die Kommunikation bricht zusammen. Im zweiten Beispiel dafür kommt der Befragte aus einem Eltern-Ich statt aus dem Kind-Ich, was die Transaktion wieder über Kreuz ablaufen lässt. Im dritten Beispiel kommt der Befragte aus dem Kind-Ich als Absender und nicht aus dem fürsorglichen Eltern-Ich wie erwartet. Wenn eine Transaktion über Kreuz stattfindet, resultiert das in einer Unterbrechung der Kommunikation oder eine oder beide Personen müssen ihre Ich-Zustände verschieben, damit die Kommunikation wieder aufgenommen werden kann. Verdeckte Transaktionen sind komplex. Sie beinhalten mehr als zwei Ich-Zustände und es wird eine verdeckte Nachricht gesendet. Das resultierende Verhalten einer späteren Transaktion wird auf der psychologischen und nicht auf der sozialen Ebene bestimmt. In diesem Beispiel richtet der Absender offensichtlich seine Transaktion auf das Erwachsenen-Ich und der Befragte antwortet komplementär, während die richtige Bedeutung der Transaktion zwischen den Kind-Ich-Zuständen stattfindet. Wenn wir lernen, zwischen direkten, gekreuzten und anderen Transaktionen zu unterscheiden und diese zu erkennen, erhöhen wir unsere Fähigkeit, klar mit anderen zu kommunizieren. Gespräche, die aus geraden Transaktionen bestehen, sind emotional befriedigender und produktiver als Gespräche, bei denen häufig Transaktionen über Kreuz stattfinden. Um ein Experte in der Erkennung von Ich-Zuständen und parallelen, gekreuzten und verdeckten Transaktionen zu werden, braucht es Zeit. Zu Beginn müssen Sie genau darauf achten, was mit Ihnen und mit anderen passiert. Mit der Anwendung der Transaktionsanalyse wird Ihnen die Identifizierung verschiedener Ich-Zustände und verschiedener Arten von Transaktionen zur zweiten Natur.